das mal alles ein bisschen größer. Und dann geht's los. Ja, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einführung. Wir haben ja in den letzten beiden Webinaren über das Thema Trading mit CFDs, als eben auch mit Aktien und Aktien-CFDs einmal bei RxWert und einmal bei CapTrader gesprochen. Heute wollte ich nochmal das Ganze sozusagen konkretisieren am Thema oder am Beispiel vom DAX, beziehungsweise am Beispiel von sogenannten Spread-Märkten, also Märkten, wo im Grunde nur der, ja, der, oder wo vor allen Dingen im CFD-Bereich keine Kommissionen anfallen, Klammer auf, einige Ausnahmen, Klammer zu, aber die im Grunde eben am meist gehandelten Märkte, und das sind an der Stelle vor allen Dingen eben gerade wegen der Home Bias, sowas wie der DAX, der Eurostoxx, am Ende dann natürlich auch verschiedene Währungen. Heute sozusagen erstmal Fokus auf dem DAX und zwei, drei Exkurse auch noch. Sollte die Lautstärke und so weiter nicht in Ordnung sein, einmal kurz gerne in den Chat schreiben und dann werden wir versuchen, werde ich versuchen, das Ganze noch ein bisschen anzupassen. Ich lese gerade schon, kann man den Bildschirm auch hell machen. Ich versuche mal das zu machen, weil es immer so ein bisschen schwierig ist im Webinar nochmal anders, als wenn man den ganzen Tag auf den Monitor guckt. Da ist es gut, wenn der Monitor etwas dunkler ist. Ich versuche es mal so ein bisschen abzustufen, damit man es besser sehen kann. Nicht ganz weiß, sondern irgendwie so eine Art Grau oder so, dann wird es meistens ein bisschen besser deutlich, als wenn das Ganze richtig schwarz ist. Nehmen wir mal irgendwie sowas und dann, jetzt, naja, voll. Ja, nehmen wir mal das Helle, das passt und dann geht es im Grunde auch schon los. Das Schema, was ich heute zur Anwendung bringen will, ist im Grunde genau das gleiche, was ich auch im Aktienbereich letzte Woche erzählt habe. Ich würde bitten, wenn Fragen auftauchen, zwischendurch die ein bisschen oder ein Stück weit ans Ende zu stellen. Ich werde versuchen, so die letzten 15 Minuten mit für die Fragen Zeit zu nehmen und ja, versuchen, das Ganze sozusagen jetzt erstmal einfach durchzuziehen, damit klar wird, worum es geht. Wir können das am Ende diskutieren und das macht Sinn, dann eben sich das so ein bisschen fürs Ende aufzusparen. Die Fragen können Sie natürlich trotzdem stellen, die werden ja gespeichert und die können wir dann am Ende durchgehen. Bevor ich jetzt in die Charts einsteige, hoffe ich, dass Sie die letzten, entweder dass Sie short waren oder falls Sie das nicht waren, dass Sie die letzten Tage und Wochen einigermaßen überlebt haben. Das war schon wirklich doch relativ viel Volatilität da oder ist es immer noch, als eben auch die natürlich ja, schon lange nicht mehr gesehene Bewegungen in Einzeltiteln im Aktienbereich, als eben natürlich dann auch in den Gesamtmärkten, wie zum Beispiel im DAX, im S&P. Gold heute, Öl natürlich und so weiter. Also wir sind doch in einer echt volatilen Zeit. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite Nervenaufreibend, weil das zur Folge hat in der Regel, dass man mit seiner Positionsgröße sehr vorsichtig sein muss und dass der eine Tag top, der andere Tag ein Flop sein kann. Das gehört dazu. Also man muss diese Zeit wirklich ganz gut überleben bis, und da was rausziehen oder eben sich verabschieden in der Zeit, bis man damit wieder zurechtkommt. Das liegt dem einen mehr als dem anderen. Für Positionstrader, die in den falschen Märkten unterwegs sind oder auf der falschen Seite stehen, sind diese Tage natürlich extrem gefährlich, einfach aufgrund der Tatsache, dass hier gerade auch im Einzelaktienbereich Werte relativ hohe Prozentzahlen verlieren über Nacht oder auch eben gewinnen, je nachdem. Ich erinnere an so Aktien wie LinkedIn zum Beispiel oder heute Intraday Boeing, schauen wir uns gleich mal an, als eben auch verschiedene andere Werte. Das nur so am Rande erwähnen. Deshalb soll sich dieses Webinar heute vor allen Dingen auch ums Thema Risikomanagement drehen, insofern, als dass wir nochmal darauf eingehen wollen, wie kann ich eigentlich in einem Markt das Risiko bestimmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ist dieser Markt eigentlich für mich geeignet, ja oder nein, beziehungsweise das Instrument, was ich traden möchte, ist es denn für meinen Ansatz geeignet, ja oder nein. Und das ist ein Ansatz von mir, eine Herangehensweise, die im Grunde immer gleich ist, die ist universell anwendbar auf im Grunde alle Märkte, wenn man sich dann ein bisschen damit auskennt, was die Märkte für Eigenheiten haben. Um das jetzt am Beispiel des DAX mal deutlich zu machen, sehen wir hier im Moment einen Intraday-Chart vom DAX, den schiebe ich mal kurz in den Hintergrund und wichtig wird vor allen Dingen jetzt erstmal die grundsätzliche übergeordnete Richtung sozusagen vom Markt und dazu schauen wir uns nochmal den DAX sozusagen auf Tagesbasis an. Ich habe dazu hier
mal den MetaTrader genommen. Es gibt auch verschiedene andere Plattformen, wird er gleich zu wechseln. Und als Maß für die Volatilität, als allererstes, bevor wir uns anschauen wollen, wann und wo, an welcher Stelle wir was machen wollen, ist erst nochmal klar zu machen, was ist eigentlich sozusagen die zu erwartende Vola, die wir in dem Markt sehen aktuell. Und wir können mit einem Indikator, den ich letztes Mal auch schon vorgestellt habe, ungefähr so ein bisschen abschätzen, wie stark sich ein Markt bewegt. Und dazu benutzen wir den ATR-Indikator. Ich habe das hier unten eingepflanzt in den Chart. Kann man mit einer 14-20er-Periode machen. Der zeigt einem im Grunde an, wie stark sich so ein Wert bewegt über die letzte Zeit. Und hier sehen wir relativ gut, dass aktuell der DAX sich doch im großen, fast 300er-Punkte-Bereich bewegt. Also bei einer ATR von 14 ist über die letzten 14 Tage offensichtlich der Bereich knapp 300 Punkte an täglicher Vola zu erwarten. Das hat unmittelbar eine Konsequenz, und zwar auf das Risikomanagement insofern, als dass klar werden muss, mit wie viel Risiko pro Trade wir auf der einen Seite traden wollen und auf der anderen Seite passt dieses Risiko pro Trade in die ATR. Damit will ich sagen, jetzt probiere ich mal hier so ein Tool aus, ich hoffe, es klappt. Sagen wir mal, wir haben, das ist jetzt ein Chart, irgendein Chart, kann auch ein Intraday-Chart sein, und wir haben diese Bewegung zu erwarten, ja, man kann es sogar sehen, ich sehe es gerade, es funktioniert, wir haben diese Bewegung zu erwarten, ist jetzt völlig egal, ob das ein Tageschart ist oder nicht. Unser Risiko, was wir aber pro Trade im Grunde eigentlich nur zur Verfügung haben, bewegt sich in einer Fraktion von dieser Range, also vielleicht nur so viel. So viel können wir nur riskieren, aber erwarten müssen wir im Grunde über die ATR abgeleitet hier unten folgende Bewegungsrange, nämlich diese breite große, und wir können aber nur so viel riskieren. Dann müssen wir uns überlegen, was machen wir jetzt? An welcher Stelle müssen wir entscheiden, dass wir den Markt nicht traden können, oder können wir an der Positionsgröße etwas herumschrauben, um letztendlich den Markt doch traden zu können. Gerade der Andreas angesprochen, die verschiedenen, gerade im DAX-Bereich, die verschiedenen Möglichkeiten zu traden. Wir können einmal den FDAX traden, der hat sozusagen, da landen wir so im Bereich pro Punkt, dann ab irgendwie 12 bis 25, dann haben wir den Mini-DAX mit 5 Euro, den wir traden können. Und dann können wir natürlich noch eine Abstufung machen runter sozusagen in den CFD-Bereich, wo wir hergehen können und sagen, wir haben eine Fraktion vom DAX, also zum Beispiel einen 1-Euro-DAX, also 1 Euro pro Punkt, ich male es hier mal so hin, dann ist schon klar, wir können sozusagen von 12 bzw. 25 runter über 5 bis auf ein Fünftel, also von der Positionsgröße allein schon über das Instrument skalieren. Und das bietet uns die Möglichkeit, im Grunde den Markt doch zu handeln, obwohl wir eigentlich möglicherweise mit der Vola nicht zurechtkommen würden, die aktuell anliegt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen alles durcheinander. Um das nochmal aufzudröseln und auch vielleicht ein paar Zahlenbeispiele zu zeigen, möchte ich mal auf den Intraday-Chart auch im DAX eingehen. Und das mache ich jetzt mal eben, wenn ich ihn finde. Ich glaube hier, genau. Hier ist es ganz gut zu sehen. Schauen wir uns das mal an. Die Linien und so weiter bespreche ich gleich. Das ist heute der Verlauf des DAXes Intraday. Muss gar nicht so sehr schauen, an welcher Stelle ist was zu sehen. Es geht jetzt an welchen Preisen ist was zu sehen. Es geht jetzt nur grundsätzlich um die sozusagen Bewegungsmuster. Und hier die horizontalen Linien erkläre ich gleich. Die vertikale Linie, die hier links zu sehen ist, wo die Maus im Moment ist, das ist aktuell der Beginn von heute früh um 8. Wir sehen schon, hier war so im Preisbereich von 8.900 ein Kurs und wir hatten ja unten im Bereich von 8.700 einen Kurs, also sagen wir mal irgendwie 20 Punkte Range oder sowas für den Tag. Wir haben gesehen vorhin, die ATR war im Bereich von 270 sogar die letzten 20 Tage, also wenn sie ein bisschen runter für den Tag. Das ist also schon eine recht große Menge. Und ohne dass wir jetzt erstmal über eine Trading-Strategie sprechen, wollen wir ja wieder wissen, naja, kann ich den Markt überhaupt traden oder nicht? Und jetzt gehen wir mal kurz nochmal so in ein Rechenbeispiel, damit wir auf diesen Algorithmus zurückkommen können, den wir auch die letzten Male alle angewandt haben. Das will ich jetzt nicht mehr ganz so ausbreiten, weil wir das ja in den letzten Webinaren nochmal auch nachlesen können, oder vor allen Dingen Sie. Was ist also das Risiko in einem Markt, am Beispiel vom DAX, wenn wir
die ATR nehmen als sozusagen Volatilitätsmesser, dann wissen wir, die DAX-ATR beträgt über die letzten, sagen wir mal, 14 bis 20 Tage, abgeleitet vom Tageschart natürlich, rund ja, knapp 300 Punkte. Das heißt, wir müssen bei einem 1-Euro-DAX, der komplett gegen uns läuft aus Versehen, im Tagesverlauf damit rechnen, dass der ungefähr 300 Punkte gegen uns läuft, wenn wir Worst Case an der schlechtesten Stelle drin sind, nämlich genau am Extrem und das auf der falschen Seite, dann bedeutet das bei einem Euro-DAX oder bei einem Euro pro Punkt maximal 300 Euro Loss, fiktiv sozusagen, wenn wir die ATR zugrunde legen und am Extrem auf der falschen Seite stehen. Jetzt müssen Sie wissen, was sind denn 300 Euro auf mein Konto gerechnet? Ist das 1%, sind das 0,5%, ist das 10%, ist, weiß nicht, 50%? Und darum geht es jetzt nämlich als allererstes, überhaupt zu bestimmen, passt das aktuelle Umfeld bei der handelbaren Größe des Instruments zu meiner Kontogröße. Und wenn Sie herausgefunden haben, dass 300 Euro zu viel Verlust ist für Ihr Konto pro Einzeltrade, dann sollten Sie sich im Moment in der aktuellen Phase überlegen, ob der DAX denn das Instrument der Wahl ist, weil Sie damit rechnen müssen, dass der sich eben so viel bewegt am Tag und so viel schwankt. Jetzt können Sie, ich schaue mir keine Fragen an, jetzt können Sie natürlich zu Recht sagen, Moment mal, das ist ja ganz, ganz interessant, so das Ganze anzugehen, wenn man gerade im Intraday handelt, aber man kann das doch noch verfeinern und möglicherweise die Einstiegs- und Ausstiegspunkte so wählen, dass man innerhalb dieser 300-Punkte-Bewegung an etwas besseren Stellen mit etwas weniger Risiko in einen Trade kommt. Dazu kommen wir auch gleich. Aber um grundsätzlich nochmal klar zu machen, dass Sie jetzt vielleicht hier nicht unbedingt mit einem 10 oder 20.000 Euro Konto den FDAX handeln sollten, wird Ihnen hoffentlich auch klar, denn es gibt noch einige andere Punkte zu beachten, sind die das Risiko erhöhen. Und dazu komme ich gleich. Das spielt vor allem Liquidität, Spread und das Volumen im Markt und die Uhrzeiten und so weiter eine große Rolle. Ich möchte Ihnen im Grunde einfach erstmal nochmal verdeutlichen, dass die Volatilität erstmal sozusagen der Gradmesser ist, der entscheiden sollte, ob Sie den Markt handeln und wenn Sie den handeln, mit wie vielen Stückzahlen Sie den handeln. Und das machen Sie abhängig davon, wie hoch die ATR ist. Also wir haben bestimmt 300 Punkte, knapp ATR, heißt bei einem Euro pro Punkt übersetzt 1:1 300 Euro. Wenn Sie da jetzt zum Beispiel Mini-DAX nehmen, also den, weiß ich nicht, FDXM, dann haben Sie das Fünffache, das ist ein 5-Euro-Lot, also 5 Euro pro Punkt. Das ist der Future, der kleine Future, da können Sie auch mitarbeiten, der ja jetzt neuerdings zur Verfügung steht bei CapTrader, muss man ein bisschen aufpassen, allerdings bei dem, weil die Liquidität da nicht besonders toll ist, aber dazu gleich mehr. Wir wissen also jetzt, 300 Euro ist hier sozusagen das Risiko, was wir maximal aushalten müssen innerhalb einer Tagesbewegung. Das heißt, wenn Ihnen klar wird, dass Sie einen Trade machen können, der 300 Euro verliert, dann und das in Ihre Kontorisikogeschichte passt, dann können Sie überlegen, dass Sie den DAX mit einem Euro pro Punkt sicherlich handeln. Die Handelsstrategie dazu stelle ich jetzt vor, die das Ganze auch nochmal verfeinert. Da landet man vielleicht dann nicht mehr bei 300 Punkte, sondern eher in einem kleineren Bereich. Sie müssen das allerdings aktiv managen, da müssen Sie eben davor sitzen. Wenn Sie einfach kaufen und gehen, dann schwankt eben der Markt Worst Case um dieses Szenario von 300 Punkten herum. Wenn Sie intraday aktiv managen, dann haben Sie möglicherweise da etwas weniger zu erwarten. Ich will also nur noch mal kurz sagen, denken Sie daran, Sie wollen im Spiel bleiben. Es kann mal Phasen, Monate geben, Wochen, Monate oder Tage, wo Sie einfach nichts verdienen, immer nur Geld verlieren. Passiert halt. Aber klar ist, Sie sollten im Spiel bleiben können. Das heißt, im Spiel bedeutet, jeder Trade, den Sie machen, der sollte so wenig verlieren, dass Ihnen das in der Serie von, weiß ich nicht, 5 oder 10 Trades jetzt nicht den Kopf abreißt und Sie aus dem Spiel genommen werden. Deshalb empfehle ich Ihnen tendenziell eher zu sagen, dass Sie mit einem Risiko von, weiß ich nicht, 1,5 oder 1% arbeiten. Wissen Sie alles, das muss ich nicht erklären. Das ist ja jetzt kein Grundlagenwebinar zum Thema, wie rechne ich die Positionsgröße für ein Konto aus, das können Sie überall nachlesen. Wichtiger wird es jetzt erstmal gleich zu sehen, an welcher Stelle kann man möglicherweise gut ein- und aussteigen. Aber um trotzdem diesen Stempel draufzulegen, 300 Euro, 300 Punkte. Das ist hoffentlich verstanden. Sollte es nicht verstanden worden sein, können Sie dazu gerne noch mal was fragen. Das gilt im Übrigen für alle Risikoklassen gleichermaßen. Das gilt für den Forex-Markt, das gilt vor allen Dingen für die Einzelaktien. Deshalb ist, ich zeige Ihnen das mal eben bei mir in der Plattform, eine einzige Geschichte immer
mit im Chart. Jetzt muss ich mal gucken, ob er kommt. Ich hoffe, er ist bei Ihnen jetzt gleich zu sehen. Der ist zwar schwarz, ist aber kein Problem. Hoffe ich, ich mache es ein bisschen größer. Das ist hier diese rote Linie. Ist zwar ein bisschen schlecht zu sehen, aber es geht nur ums Prinzip. Sie sehen in jedem Chart, den ich irgendwo habe, immer die ATR und das mit einem 20er, mit einer 20er Periode, um einfach zu sehen, wie stark schwankt der Markt noch. Hier sehen Sie ja auch um die 270 Punkte. Das ist jetzt der DAX, der Cash DAX, also von 9 Uhr bis, beziehungsweise der von 8 bis 22 Uhr. Also die Future-Kurse abgebildet für ein CFD auf diesem Chart. So, dann wollen wir mal weiter durchgehen, sozusagen durch den Algorithmus, den ich hier gebaut habe, den man benutzen kann. Also klar ist, Risiko ATR bestimmen. Ein Trade sollte nicht ins Gewicht fallen, das ist eben der Hintergrund der Geschichte. Und das bedeutet, eine Serie sollten Sie gegen sich aushalten können. Entsprechend klein sollte Ihre Positionsgröße sein. Und Sie haben ja genug zur Verfügung, wie gesagt, den 1 Euro, den 5 Euro oder Sie nehmen den großen, den FDAX, je nachdem, was Sie da vorhaben. Und wir reden jetzt eben nur über den DAX erstmal. Trotzdem ist im Grunde die Herangehensweise bis zu einem gewissen Punkt, nämlich Punkt 4, gleich. Nächster Punkt, um herauszufinden, wo Sie jetzt überhaupt traden wollen, ist erstmal herzugehen und eine übergeordnete Analyse vom DAX zu machen. Ich mache Ihnen jetzt mal hier diesen Chart etwas besser von der Farbe, auch damit Sie es sehen können. Der ist ja im Moment schwarz. Den geben wir jetzt, wenn er denn will. Ich glaube, wir will gerade nicht eine andere Farbe und überlegen uns mal, ob wir hier auch mit Weiß besser auskommen oder so. Ja, passt schon. Machen wir das mal auch ein bisschen besser. Und dann geht das auch. Okay, so. Hier sehen Sie den, na, will er nicht, egal, machen wir es so. Hier sehen Sie den Tagesverlauf vom DAX. Und zwar ein ganz normaler Tageschart, den können Sie in jeder Plattform, die Sie zur Verfügung haben, einstellen. Wie gesagt, CapTrader, FXWelt und so weiter, plus diverse Gratis-Plattformen, die es noch gibt. Wichtig, Sie sehen hier das hier oben, in jeder Plattform oder in jeder Chart-Einstellung, die ich habe, werden immer die gleichen Moving Averages eingestellt. Damit ist gemeint der 50er. Der 5er, der 20er, der 50er, 100er, der 200er und der 400er. Das zeige ich Ihnen jetzt nochmal im Word-Dokument, damit Sie da an der Stelle nochmal genau wissen, worum es geht. Ich mache es doch mal weiß, dann wird es ein bisschen besser zu sehen. So, Sie sehen also sozusagen das aufgespannte Band hier. Worum geht es dabei? Es geht dabei einfach nur herauszufinden, wie ist die Trenddefinition, also geht es hoch oder runter. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber Sie müssen wissen, im Grunde zeigt, ist das einzige wichtige Indikator, der Ihnen zeigt, in welche Richtung es geht, im Grunde die gleitenden Durchschnitte. Und deshalb auch hier nochmal Punkt 2, sozusagen eine Herangehensweise nach der ATR. Die Frage, wo ist der Trend? Wie sind die gleitenden Durchschnitte aufgestellt? Steigen oder fallen die? Mit der Steigung ist gemeint positiv oder negativ an dieser Stelle. Und welche Moving Averages sind in der Nähe des aktuellen Preises? Deshalb schreibe ich hier nochmal Preis hin. Warum ist das wichtig? Sie alle kennen Moving Average Trading Strategien, das ist sicherlich nichts Neues für Sie, hoffentlich. Worum geht es dabei? Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Sie sehen hier diese große blaue Linie im Chart aktuell, das ist der 200 Moving Average vom DAX als Simple Moving Average, also nicht geglättet exponentiell. Und was sehen Sie? Immer wenn ein Markt sich bewegt, trendmäßig bewegt, dann bewegt er sich in der Regel entweder zu Moving Averages hin oder davon weg, also in die andere Richtung, oder irgendwann bricht er mal einen gleitenden Durchschnitt und dann ist eben die Frage, wie geht man damit um, wenn ein gleitender Durchschnitt gebrochen wurde. Und wenn ein gleitender Durchschnitt gebrochen wurde, dann gibt es verschiedene Herangehensweisen, das zu traden. In der Regel geht es immer gleich, nämlich zu schauen, dass ein Pullback an den gleitenden Durchschnitt in Richtung sozusagen der Steigung des gleitenden Durchschnitts getradet wird. Das heißt, wenn ein gleitender Durchschnitt fällt, dann versuchen wir in Richtung des fallenden gleitenden Durchschnitts zu traden, das heißt bei einem Retest in einer Korrektur zu verkaufen oder umgekehrt, wenn der gleitende Durchschnitt steigt, also der Preis oberhalb des gleitenden Durchschnitts sich befindet, zum Beispiel an dieser Stelle, den Markt zu kaufen und sozusagen das Abprallen am gleitenden Durchschnitt zu nutzen, um in Richtung der Steigung, also der positiven Steigung, zu traden. Das klingt jetzt alles trivial, sieht schön aus, ist ganz, ganz schwierig umzusetzen, also es macht nicht so viel Sinn, das als Trading-Strategie wegzutesten, werden Sie nicht so viel sehen.
an Erfolg viel wichtiger ist, eben jetzt nur zu bestimmen, geht es rauf oder runter, und offensichtlich zeigen alle gleitenden Durchschnitte, und das kann man hier ganz gut sehen, auch wenn es ein bisschen dünn ist, in die gleiche Richtung, nämlich nach unten. Und was ist dann der Fall? Wir befinden uns in sozusagen fallenden Märkten, und dann ist die Wahl sozusagen der Mittel eher auf der Short-Seite zu traden, mit der Ausnahme, dass man das Intraday verfeinern kann. Da kann man natürlich auch gegen den Trend traden. Und dazu möchte ich Ihnen heute was zeigen, nämlich DAX-Intraday-Strategien, die Ihnen da, egal in welche Richtung der übergeordnete Markt fällt, sich bewegt, auch Möglichkeiten geben, antizyklisch zu traden. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil wenn Sie jetzt sehen, dass der Markt hier steht, wo er steht, und Sie haben für sich in den Algorithmus geschrieben, ich trade immer nur in Richtung des übergeordneten Trends, Sie kennen dieses Thema, einige nennen das Großwetterlage oder was auch immer, dann haben Sie das Problem, jetzt muss ich das mal hier nach unten verschieben, dann haben Sie das Problem, wenn das so ist, dass Sie jeden Trade am unteren Ende sozusagen verpassen werden. Sie werden erst wieder long gehen können, wenn der gleitende Durchschnitt steigt. Warum? Weil Ihnen sozusagen das erste Gesetz verbietet, gegen den übergeordneten Trend zu traden. Das ist blöd. Warum? Weil Sie werden ja sonst nie in der Lage sein, günstig Aktien oder Aktienkörper wie Indizes einzusammeln oder zum Beispiel im Gold Long zu sein oder sonst was, weil Ihnen diese übergeordnete Trendrichtung das verbietet. Also müssen wir es verfeinern. Warum ist das wichtig? Weil wir eben das Ganze nur als Indikation benutzen. Jeder Markt fällt nicht ewig lange und jeder Markt steigt nicht ewig lange. Es geht also nur darum zu schauen, naja, möglicherweise kann man aus übergeordneter Trendrichtung und gleitendem Durchschnitt noch was ableiten für die Intraday-Trading-Strategie. Und damit ist das gemeint, was ich hier vorhin auch gezeigt habe, nämlich zu schauen, welche gleitenden Durchschnitte sind in der Nähe vom Preis. Wenn sich der Markt in der Nähe vom 200er Moving Average auf Tagesbasis befindet oder vom 20er oder 5er oder sonst was, dann macht es Sinn, sozusagen diesen übergeordneten gleitenden Durchschnitt auch noch zu nutzen als mögliche Support- und Resistance-Indikationen auf Intraday-Zeitebene. Das macht deshalb Sinn, weil häufig wir eben so eine Failure, wie man sagt, sehen in diese kleineren gleitenden Durchschnitte. Zum Beispiel sieht man das hier. Es ist ein bisschen dünn, leider, es tut mir leid, es ist etwas schlecht zu sehen, lässt sich jetzt aber nicht so unkompliziert ändern. Wir sehen hier zum Beispiel, führt im Moment der 20er gleitende Durchschnitt den Preisverfall oder den Abfall des Preises im DAX. Das heißt, immer wenn er da reingelaufen ist, ist der abgewiesen worden auf Tagesbasis. Und deshalb macht es Sinn, einfach das im Kopf zu haben und das mal kurz zu sehen, naja, da ist irgendwie was, was im Moment den Preis deckelt. Das ist also sozusagen der zweite Punkt an der Trading-Strategie. Grundsätzlich ist es so, dass ich für mich ganz wichtig ist, das schreibe ich jetzt nochmal rein, das habe ich letztes Mal nicht aufgeschrieben, grundsätzlich kein Markt, ich nehme keinen Markt sozusagen mittel- oder kurz- oder mittelfristig long, vielleicht über Nacht, der unterhalb seines 5er gleitenden Durchschnitts auf Tagesbasis sich befindet. Das hat einfach den Grund, dass da sozusagen der Rückenwind noch nicht da ist und die Idee, Intraday, das auf der Long-Seite zu spielen, das funktioniert sicherlich allerdings eben nicht über Nacht. Und wenn Sie sehen, die ATR ist bei 300 Punkten, dann ist eben auch klar, dass Sie ja letztendlich dann sich im Risiko von einem Gap und so aussetzen, wenn Sie da gegen den Trend handeln. Da, das ist damit gemeint. Aber für unsere Intraday-Trading-Strategie soll das überhaupt jetzt nicht von größerer Bedeutung sein. Klar ist eben, im Moment fällt es und wenn was fällt, dann ist die bevorzugte Richtung auch in Richtung des Fallens zu traden sozusagen, das will ich damit sagen. Und das bedeutet auf der Short-Seite. Machen Sie nicht den Fehler, dass Sie glauben, es steigt und Sie gehen immer long, weil Sie glauben, es sollte steigen. Das kann teuer werden. Machen Sie das Gegenteil auch nicht. Gehen Sie nicht long, gehen Sie nicht short, weil Sie glauben, es fällt und es fällt nicht. Hintergrund, dass ich Ihnen einen Durchschnitt erzähle, ist ein ganz einfacher. Lassen Sie sich also bitte zeigen vom Markt, in welche Richtung er traden möchte. Das klingt so ein bisschen banal, ist aber relativ wichtig zu verstehen. Warum? Weil Sie die Trades am Ende ja auf sich zukommen lassen müssen und Sie können nicht erwarten, auf der einen Seite, dass der Markt das macht, was Sie gerne hätten. Auf der anderen Seite ist eben wichtig, sich bestätigen zu lassen, dass es tatsächlich raufgeht kurzfristig oder dass es runtergeht. Und das können Sie mit relativ einfachen Mitteln machen, vor allen Dingen Intraday. Und das zeige ich Ihnen jetzt anhand der Intraday, das anhand des Intraday-Charts. Den hole ich jetzt mal hier rein, mache das auch ein bisschen größer. Sollte jetzt zu sehen sein. Ich hoffe auch, ja, jetzt ist es zu sehen. Ich hoffe auch einigermaßen gut. Ja, man sieht das Grau. Die Preise am Ende interessieren erstmal nicht so sehr.
wo da was ist. Man kann es sicherlich sehen, aber wichtig, dass es jetzt erstmal nur ums Prinzip geht. Ich möchte Ihnen ganz einfach nochmal kurz den Chart erläutern, damit Sie verstehen, wovon wir alle reden und quasi alle auf der Höhe sind, was die Indikationen angeht. A, sehen Sie hier einen Intraday-Chart, das ist jetzt im Moment ein 1-Minuten-Chart im DAX. Sie sehen hier diverse Linien drin, nämlich eine rote Linie, das ist diese hier direkt am Preis, die sozusagen durch die Kerzen sich durchschlängelt. Und dann sehen Sie noch eine andere Linie und das ist diese hier und das ist der sogenannte VWAP. Und dann sehen Sie ein paar horizontale Linien hier im Chart, nicht das Gittermuster im Hintergrund, sondern hier diese grüne, die rote unten und die blaue und die vertikale Linie hier. Was ist das? Und das ist die rote Linie ist das Tagestief, die blaue Linie ist die Eröffnung und die um 8 Uhr, also wenn der Future öffnet im DAX und die obere Linie ist das Tageshoch, das ist also im Grunde Open, High und Low. Und wie gesagt, ein 20er Moving Average für die Trenddefinition und der VWAP, ganz wichtig, Volume Weighted Average Price, der hier noch in der Mitte läuft und hier unten wird das Volumen noch abgebildet. Was Sie im Moment sehen, ist der DAX Mini, das ist der FDXM im März-Kontrakt, der im Vergleich zum FDAX weniger liquide ist. Das sehen Sie auch so ein bisschen an der Kerzenform. Die Wicks sind da im Moment nicht so gut zu sehen, weil die eben grau sind. Wenn ich das nochmal gleich umstelle, dann sieht man es ein bisschen besser. Also sozusagen die Wicks der Kerzen, wie sagt man, die Dochte. Und das ist im Grunde erstmal alles, was hier im Chart abgebildet ist. Was für einen Ansatz möchte ich Ihnen mal vorstellen? Es geht um folgendes Spiel, nämlich zwei Stück. Erstens eine Opening Range Strategie, die im DAX mit Vorsicht zu genießen ist. Wichtig ist dabei sozusagen der Retest des Opens, das ist 1. Strategie Nummer 1, das mache ich mal erstens. Und die zweite ist Trend VWAP, eine Trend VWAP Strategie und die runde Zahl. So nenne ich das mal, das hatte ich auch im Aktienbereich vorgestellt, letzte Woche oder vorletzte Woche. Also 10%, 10-20% ums gerade Level. So nennen wir die jetzt mal. Das, was damit gemeint ist, das erläutere ich Ihnen jetzt gleich. Folgendes Bild. Sie sehen den DAX hier aktuell, wie gesagt, auf 1-Minuten-Basis von heute. Dabei ist klar zu sehen, dass in der Zeit zwischen 8 und 9, also morgens, wenn sozusagen die ersten Marktteilnehmer reinkommen, nicht allzu viel passiert ist. Wir hatten so ein kleines Downgap, das war hier gestern der Schluss. Vielleicht nehmen wir mal eine andere Farbe, dann wird es ein bisschen besser. Nehmen wir mal irgendwie sowas wie schwarz, ich glaube, das ist hier gut zu sehen, ja. Hier ist es der Schluss von gestern. Die Handelszeit zwischen 8 und 9, also das hier, oder machen wir so, hier, das ist erstmal sozusagen die Pre-Market-Phase im DAX gewesen, da ist relativ wenig los gewesen, da pendelte der Markt so ein bisschen rum. Allerdings auch schon, man kann es jetzt ein bisschen schlecht sehen bei Ihnen, zwischen, sage ich mal, 8.870 und 8.900, was auch immer, 15 oder so, also sind da auch schon mit rund 40 und 50 Punkten in dieser Range drin. Merken Sie sich, wenn Sie eine Range 50 Punkte hat und Sie haben einen Euro Lot und sind auf der falschen Seite, im Extrem sind Sie bei 50 Euro, müssen Sie eben wissen, passt das zu Ihnen oder nicht. Das ist eine. Damit würde ich auch sagen, es macht in der Pre-Market-Phase relativ wenig Sinn, meines Erachtens aus Erfahrung, vor allen Dingen der DAX zu handeln, einfach aufgrund seiner erratischen Bewegung. Macht sehr viel mehr Sinn, sozusagen auf die 9 Uhr Eröffnung zu warten. Und das ist hier sozusagen der Fall. Und jetzt will ich Ihnen noch im Grunde direkt den ersten Ansatz erläutern und worum es dabei geht. Der Markt macht um 8 Uhr mit einem gewissen Print auf. Das ist diese blaue Linie, die zieht sich durch den gesamten Tag. Die Eigenschaft vor allem im DAX ist es, dass dieser Opening Print, wie man ihn nennt, relativ häufig intraday wieder getestet wird. Das heißt, Sie sehen ganz oft sozusagen das Phänomen, dass der DAX diese Marke entweder in Trendphasen, vor allem im Pre-Market-Bereich, nach dem Pre-Market-Bereich nochmal anläuft, intraday nochmal anläuft und davon wegtradet oder ab irgendeinem Punkt dieser Bereich Support und Resistance Support wird oder Resistance wird. Und sowas sieht man relativ gut in den letzten Tagen vor allem und der sonst Indikationen geben zusammen mit den anderen hier zu sehen will. Indikatoren. In der ersten Strategie, die ich Ihnen jetzt zeige,
Opening Range Break bzw. Retest des Open geht es um eine einfache, ganz einfache Sache. Da war es im Grunde schon gegessen sozusagen, wenn man sich vor Augen führt, naja, wir warten das, wir kennen jetzt das 8 Uhr Open, dann warten wir auf die 9 Uhr Eröffnung und das ist hier. Und wir traden alles das, was sozusagen von der 9 Uhr Eröffnung wegtradet, auf der Seite des im Moment zu sehenden Trendes, und zwar Intraday-Trendes, egal ob es jetzt übergeordnet steigt oder fällt. Wichtig ist, wenn es übergeordnet deutlich fällt, dann haben wir halt häufig das Phänomen, dass uns die Short-Seite eher beglückt, sodass man tendenziell eher nach Shorts suchen sollte oder danach sucht, was natürlich nicht heißt, dass es immer nur fällt. Wir wissen alle, es kann auch genau das Gegenteil passieren. Wichtig ist eben, dass der Rückenwind da ist, der ja aktuell zu sehen ist und wir auf der Short-Seite. Und die Idee ist, nach dem Retest sozusagen des Opening Prints, zu schauen, hält der Markt über oder unterhalb des Opening Prints, und wenn er unterhalb des Opening Prints sich befindet, ihn in Richtung sozusagen der im Moment Steigung von Intraday EMAs als auch wieder zu traden auf einem Pullback oder eben bei einem Durchbruch. Und das bedeutet, es ist natürlich jetzt schön einfach zu sagen, das bedeutet eben auf der Short-Seite, wenn der Opening Print getestet wird. Das kann mal für ein paar Punkte nur gut gehen. Manchmal entsteht ein Trend, so wie wir das hier jetzt heute gesehen haben. Das ist sozusagen die erste Idee, zu sehen, also sich zeigen zu lassen, hält der Eröffnungsprint, hält der oder hält der nicht. Wenn er hält, und der hält natürlich zwischenzeitlich für ein paar Minuten oder Sekunden, manchmal auch nur, zu schauen, in welche Richtung bewegt sich sozusagen, bewegen sich die kleinen Durchschnitte, steigen oder fallen die, und solange der, das ist die Grundregel, solange der Markt unterhalb oder ein Preis unterhalb seiner gleitenden Durchschnitte Intraday sich befindet, vor allen Dingen unterhalb des VWAPs, gibt es im Grunde keinen Grund, auf der Gegenseite aktiv zu werden, es sei denn, man bildet eine Ausnahme, die ich gleich zeige. Man ist immer etwas früh, wenn man versucht, gegen den Trend zu handeln, vor allen Dingen Intraday, da gibt es genug Gelegenheit am Tag, deshalb zeige ich Ihnen gleich, wie man das auch zusätzlich noch umsetzen kann. Wichtig ist aber vor allen Dingen, innerhalb dieses Opening Prints erstmal zu überlegen, was passiert beim Test nach oder nach 9 Uhr mit dem Opening Print von 8 Uhr. Hält der Markt drunter oder steigt der Markt drüber? Will er darauf zurück oder drunter halten? Will er drunter halten, will er drüber halten, ist auch das, was ich meine mit dem Punkt, lassen Sie sich zeigen, was der Markt machen möchte. Jetzt haben wir im DAX eine Besonderheit. Es ist ein illiquider Markt. Es ist ein schneller Markt, vor allem im Mini-Future, im CFD dann entsprechend, je nachdem, was der Market Maker macht, aber gerade im Mini-Future, ich muss sagen sozusagen, ich bin relativ schockiert über den Mini-DAX im Moment noch. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal. Also die Liquidität in dem Markt ist recht schlecht, was nicht heißt, dass man ihn nicht traden kann, aber man muss genau hinsehen, denn im Moment schwingt er so um seine 10, 20 Punkte manchmal innerhalb einer Kerze von 10 bis 15 Punkten, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man da sich nicht zu sehr auf die falsche Seite legt. Da ist einfach das Volumen noch nicht so groß, es gibt ihn ja auch noch nicht so lange, also muss ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz ist hier die Idee mit diesem Opening Print 9 eben genau die, die ich jetzt gezeigt habe, als erste Strategie zu überlegen, hält er drunter oder drüber, und wenn er drunter hält, gegen den Opening Print zu traden, also wirklich dagegen zu traden, so wie das hier der Fall ist. Entweder mit einem Frontrun, also auf den Durchbruch zu spekulieren, oder bei einem Retest sozusagen vom Opening Print das Ganze zu traden in Richtung der im Moment sich bewegenden gleitenden Durchschnitte und VWAP. Das ist der erste Ansatz. Der geht vor allen Dingen um 9. Sie wissen das, wenn Sie um 9 Uhr traden und der Markt wird schnell, dann kann das Ganze mal so runtergehen und dann hier oben stehen gleich. Da muss man eben also vorsichtig sein. Der DAX ist in der Regel kein Markt, wo man jetzt lange Trends reitet. Zumindest nicht Intraday, einfach weil sie häufig nicht vorhanden sind. Jetzt ist im Moment eine Zeit, wo eine Ausnahme da ist. Nichtsdestotrotz müssen Sie sich bewusst sein, wenn so ein Markt mal 20 Punkte für Sie läuft, können Sie da ruhig was mitnehmen. Vielleicht, weiß ich nicht, die Hälfte oder so und den Rest laufen lassen. Einfach weil Sie sehen das ja hier an den Kerzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der hier mal zurückspiked irgendwo in irgendeinem Preis, die ist einfach da. Und nicht zu wenig da, und Sie sehen das auch an der Skalierung, der geht mal eben von der 740 auf die 840, das sind 100 Punkte und sieht gar nicht so aus,
weil die sowieso so eine hohe Rolle haben. Also denken sie einfach daran, was sie haben, haben sie. Und da muss man immer im Moment ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz, das als erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, neben diesem Opening Print, das wird am Ende alles in Kombination getradet, ist das Traden vom übergeordneten und Intraday-Trend und das Traden um die runde Zahl. Also im Grunde sind es beides zusammengefasste Ansätze. Damit ist Folgendes gemeint. Erstens definieren Sie den Intraday-Trend, Entschuldigung, im DAX, als auch in jedem anderen Markt, natürlich wie, A, Sie können drauf gucken, geht es hoch oder runter, B, Sie können gleich eine Durchschnitte nehmen. Ich habe nichts anderes als einen 20er Emma da drin, der mir zeigt, ob es steigt oder fällt. Und den V-Wert, solange der Markt unterhalb seines kleinen Durchschnitts befindet, tut er was? Er wird fallen oder er fällt. Das gleiche gilt für den V-Wert. Ein Markt stellt sich neutral, sobald kleine Durchschnitte anfangen, ihre Steigung von negativ auf neutral positiv zu wechseln, wie zum Beispiel an dieser Stelle. Das können Sie auch abbilden bei so einem Moving Average Crossover. Und dann geht das munter hin und her und dann wissen Sie immer, was brauchen Sie noch? Sie wissen, dass Sie kennen das Tageshoch und Sie kennen das Open. Jetzt kommt die Besonderheit zusätzlich noch, dass Sie noch was anderes brauchen. Sie brauchen die ganzen Marken. Damit ist gemeint eine 8,9, eine 8,8 und eine 8,7 zum Beispiel. Alles, was zwischendrin ist, ist zwar interessant, interessiert aber nicht ganz so doll. Warum? Weil in dieser Strategie geht es um eins. Es geht immer darum, und ich habe das hier in dem Sheet aufgeschrieben, immer darum, 10-20% ums gerade Level, so nenne ich es Traden. Was ist damit gemeint? 10, habe ich das jetzt hier weggemacht? Das wäre schade. Nein, 10-20% geht es nicht darum, von 8.910% zu benutzen, sondern von der 900, die 900 als 100 zu sehen und immer an dieser Stelle auf der Long- und auch auf der Short-Seite entweder so in den 20-25er Bereich maximal mit der Stopsetzung zu arbeiten auf der Upside oder auf der Downside um den 80, weiß ich nicht, bis 80 bis 75er Bereich zu arbeiten, meinetwegen auch mit einem Softstop. Warum? Weil immer dann, ich male das jetzt mal hier rein mit einer anderen Farbe, immer dann, wenn der Markt, nehmen wir mal blau, immer dann, wenn der Markt ein gerades Level durchbricht, zum Beispiel an der 8,9, das ist an dieser Stelle hier, oder auf der 8,8, wollen wir sie noch, irgendwo hier wird sie sein, hier ist sie, hier. Und schlussendlich haben wir noch die 700, das war hier, die 8700 ist hier gewesen. Immer wenn Sie das sehen, dann haben Sie im DAX ganz oft ein Phänomen, das nennt man, und das kommt ein paar Mal vor, nicht nur einmal in einer Sekunde, das ist dieses Phänomen, der wir locken alle Leute auf die falsche Seite und drehen dann um Phänomen. Ich weiß nicht, wie man das alles betiteln soll. Im Wesentlichen geht es um Folgendes. Sie haben ein gerades Level. Nehmen wir mal, das ist das gerade Level jetzt hier unten. Der Markt fällt darauf zu. Eiert darum, fällt da durch, geht wieder da durch, fällt da durch, fällt da durch, geht nicht tiefer, hält über dem Level und bewegt sich in diese Richtung. Manchmal geht das ganz schnell, vor allen Dingen zur Eröffnung. Im Tagesverlauf dauert das manchmal ein, zwei Minuten. Sie sehen das hier an dieser Stelle heute am Low von 700. Und was passiert an diesem Level? Da werden eine Menge Leute versuchen, entweder short zu gehen oder auch zu kaufen. Und dann wird es nicht leicht gemacht. Und immer dann, wenn es besonders auffällig einfach aussieht, passiert meistens genau das Gegenteil. Es entstehen also im Grunde diese V-Böden um die geraden Level herum. Und die halten, das ist im Aktienbereich sogar auch ein bisschen besser zu sehen als im DAX, die halten in der Regel mit ungefähr 10-20% um dieses gerade Level, also um die 100 im Sinne von 20 Punkten. Das bedeutet, es sei denn, es ist jetzt ein Crash, also da müssen Sie ein bisschen aufpassen, das ist nicht verallgemeinern, es sei denn, tatsächlich, Sie haben da mal so ein Tail drin, der entsteht aufgrund irgendeiner Geschichte. Nichtsdestotrotz ist eben klar, es macht besonders viel Sinn, sich an diese Level, und darum geht es, an diese Level Alarme zu legen und immer dann zum Rechner entweder zu kommen, wenn ein gerades Level unter- oder überschritten wird und sich vorher gar nichts anderes anzuschauen, damit man nicht versucht, innerhalb dieses Marktrauschens hin und her zu eiern, als einen Ansatz oder eben sozusagen zu überlegen, immer, wenn Sie dann einen Alarm bekommen, an diesem geraden Level zu überlegen, aha, ich versuche jetzt genau das umzusetzen, der Markt spiked da durch mit, weiß ich nicht, maximal 20 Punkten. Entweder ich kaufe ihn mir im unteren Bereich oder ich kaufe ihn mir nach dem Retest sozusagen an dieser Stelle hier
wenn er drüber hält und dann seinen Uptick macht für 10, 15, 20 Punkte. Sie werden immer genug Gelegenheiten kriegen. Warum? Selten in den seltensten Fällen haben Sie einen V-Bottom, einen V-Boden. Häufig sehen Sie eben das, was Sie auch hier sehen. Sie sehen Test durchlaufen durch das Level, hoch, höher, höheres Tief und dann geht es irgendwie weiter. Und Sie haben hier die Gelegenheit, jetzt male ich das mal auf, damit Sie ein bisschen besser sehen, Sie haben hier die Gelegenheit, am geraden Level sozusagen in den Trade zu kommen. Sie können hier in den Trade kommen. Sie können auch versuchen, nach dem Retest hier in den Trade zu kommen oder spätestens hier beim Breakout in den Trade zu kommen. Aber Sie alle wissen, wenn Sie versuchen, im DAX ein Breakout zu traden, also auf Ausbrüche nach unten oder nach oben zu setzen, dann liegen Sie meistens auf der Nase. Das ist ein Markt, gerade wenn Sie sich die Tageskerzen, die ich gleich nochmal zeige, anschauen, wenn Sie sich das zu Gemüte führen, dann sehen Sie, am Ende bringt das nicht so viel Ausbrüche im DAX an. Das macht eher Sinn, auf Pullbacks bzw. Auf diesen ganzzahligen Pseudo-Fake-Durchbrüchen zu arbeiten bzw. in Trendrichtung zu arbeiten mit Ihrem gleitenden Durchschnitt. Um den jetzt auch noch ins Spiel zu bringen, ich lösche euch mal wieder alles, dann bringen wir es als Gesamtkomposition sozusagen unter. Wie gesagt, nochmal, Sie können mit dem Opening Range Break versuchen, über das 8 Uhr oder 9, über das 8 Uhr Open im Retest zu arbeiten. Entweder Sie kaufen das oder Sie verkaufen das, je nachdem, in welche Richtung der Markt sich da entscheidet. Da haben Sie ein paar Gelegenheiten in der Regel. Der zweite Punkt ist, sollten Sie schon eine Trenddefinition haben, also sollte ein gleitender Durchschnitt wie zum Beispiel der 20er Moving Average Intraday fallen, dann macht es Sinn, einfach zu überlegen, in Richtung des gleitenden Durchschnitts zu traden, also auf diesen Pullbacks in die gleitenden Durchschnitte hinein. Ab und zu haben Sie natürlich dann hier sowas, nicht sehr schön, aber gerade im DAX sehr beliebt, diese Mix von 10, 15, 20 Punkten um irgendein Level herum, nur um alle zu verunsichern. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern, solange ein Markt fällt, mit der, vor allen Dingen sowas wie der DAX, mit sich unter dem D-Wert, unter dem 20er Intraday immer bewegt, gibt es keinen Grund, auf der Long-Seite zu traden, es sei denn, Sie haben einen Grund gefunden und der Grund ist dann entweder, dass Sie irgendwie einen Impuls gesehen haben, den Sie kaufen können, oder Sie bewegen sich zum Beispiel an so einem geraden Level 8,7, wo Sie merken, da geht es nicht mehr durch. Das ist also sozusagen die Komposition dieser Geschichte. Das erfordert ein bisschen Erfahrung, weil man einfach viel davor sitzen muss, wenn Sie es ganz leicht machen wollen. Das empfehle ich immer den Leuten, die weniger Zeit haben, beziehungsweise etwas abgelenkt sind, denen empfehle ich in der Regel, sich vor diese geraden Level, also zum Beispiel vor der 8700, sagen wir mal 8710 oder 15, sich einen Alarm zu legen und dann klingelt es irgendwann, wenn der Markt in diese Richtung läuft. Und wenn der da hingelaufen ist, oder sitzen Sie davor, dann können Sie genau beobachten, will der Markt dieses Level jetzt brechen oder möchte der da durchgehen und kurz alle rausholen und steigen. Also ist das sozusagen ein Point of Action sozusagen, also irgendein Punkt im Markt oder ein Preispunkt, der relevant wird. Alles, was hier so zwischendrin ist, ist nett, aber ist nicht mehr unbedingt relevant. Sie sehen, dass hier den ganzen Nachmittag läuft der DAX im Grunde seitwärts volatil. Was wollen Sie da groß traden? Wichtiger wird es, wie gesagt, an diesen ganzen Leveln, wie 8, 7, 8, 8, 8, 9, in Kombination mit Ihren gleitenden Durchschnitten. Also merken Sie sich dieses V-Bottom, dieses V-Muster um die ganze Zahl und das ist in der Höhe im Grunde zwischen, sagen wir mal, 100 und da unten dann bei x 80 Cent sozusagen in der Aktie oder im DAX bei dann, weiß ich nicht, wenn ich möchte, 200 und hier unten ist es dann die 180. Ich kann das wieder vorschreiben, wichtig ist, dass eben diese Range gemeint. Denken Sie daran, der DAX ist ein Markt, der möglichst viele Leute verarschen möchte, ich sage es mal so vorsichtig, es passiert in der Regel selten das, was Sie glauben, was passieren wird. Intraday haben Sie ganz häufig sehr brutale Gegenbewegungen, egal in welche Richtung und Sie müssen einfach schnell sein und warten Sie nicht zu lange mit einem Exit in einem DAX-Trade, wenn Sie auf der richtigen Seite stehen, sagen wir, Sie haben zwei Kontrakte und der bewegt sich jetzt für Sie 30 Punkte, dann nehmen Sie doch ruhig mal was mit und lassen den Rest weiterlaufen. Sie wissen nie, ob der wieder kollabiert und wie sich das Ganze gestaltet. Vor allen Dingen in Zeiten von hoher Volatilität ist es besonders anstrengend, einfach weil ganz viele Trades wieder kollabieren oder nicht aufgehen, ausgestoppt werden, was auch immer. Da müssen Sie einfach am Ball bleiben. Irgendwann wird sich das auch wieder etwas beruhigen und dann gibt es auch wieder Trendphasen auf der Long-Seite zum Beispiel. Aber gerade im Short-Bereich muss man ein bisschen aufpassen. Einfach, wenn der zu lange zu stark fällt, dann kommen einfach diese heftigen Gegenbewegungen. Und Sie wissen alle,
über Nacht wird es dann nochmal besonders tricky, wenn da die Asiaten dazukommen. Da gibt es das eine oder andere Gap in die eine oder andere Richtung, ist relativ schlecht überhaupt zu beherrschen. Von daher tut man sich damit einen Gefallen, wenn man da im kurzfristigen Bereich auch flat ist über Nacht. Wenn Sie das anders sehen, über langfristige und mittelfristige Sicht, dann ist das natürlich auch richtig. Allerdings eben für die Perspektive über Monate, vielleicht Jahre, muss man eben so sehen. Das also als grundsätzliche Trading-Strategie für den DAX. Ich kann Ihnen nur noch ans Herz legen, gehe gleich auf die Fragen ein, dass der DAX ein Markt ist, der ist manchmal, vor allem jetzt für viele Anfänger, leicht zu traden. Warum? Weil er eben besonders schnell und stark fällt. Da kann man relativ einfach unterwegs sein. Das wird aber nicht immer so sein. Ich kann aus Erfahrung sprechen, das ist ein Markt, der ist eigentlich mit am schwierigsten überhaupt zu traden, meines Erachtens. Einfach aufgrund seiner Illiquidität manchmal, aufgrund seiner etwas verrückten Bewegungen und der Schnelligkeit der Bewegungen. Freunden Sie sich also entweder, wenn Sie Zeit haben, noch zusätzlich in einem anderen Markt an und oder sozusagen schauen Sie, ob Sie nicht auch nochmal im Bereich der Aktien was sich suchen. Dazu möchte ich nochmal ganz kurz kommen. Jetzt, warum? Weil ich Ihnen zeigen möchte, dass dieses Beispiel auch im Aktienmarkt einfach anzuwenden ist. Schauen Sie sich das an. Das ist die Aktie von Boeing heute. Und wir haben die Strategie im Kopf, ohne jetzt auf ATR-Werte oder grundsätzlich andere Dinge zu achten. Gleiches Spiel, Pre- und Post-Market. Der Markt hat hier aufgemacht heute, sozusagen hier ungefähr. Und was ist heute in der Boeing gewesen? Gleiches Spiel, zur Eröffnung ist die dann irgendwie mal seitwärts gelaufen. Permanent gab es News an dieser Stelle hier. Und zwar, dass die SEC, Börsenaufsicht in den USA, eine Untersuchung anstrebt aufgrund der mögliche Accounting-Probleme mit Boeing. Und schwupps, immer schlecht sowas, von 112 auf 105 Pullback, auf 103 Pullback, auf 102 Trendbruch, Pullback zurück in den Bereich von 105, da wo sie vorher schon Probleme hatte, möglicherweise tieferes Hoch. Jetzt mal schauen, ob sie es schafft, über 106 auszubrechen und jetzt close vielleicht nochmal stärker zu werden. Zurück Richtung 110 oder so, vielleicht 109. Was ich damit sagen will, auch hier, gleiches Spiel, Sie haben einen führenden Trend, einen gleitenden Durchschnitt, der Ihnen anzeigt, dass diese Aktie sich in eine Richtung bewegt. Es macht immer tendenziell Sinn, in Richtung dieser gleitenden Durchschnitte zu traden. Hier. Und Sie sehen auch hier letztendlich gerade Level, 102er Bereich. Sie sehen im 103er Bereich, in dieser Aktie sozusagen wilde Retests um diese Level herum, und das gleiche gilt eben auch hier, wo jetzt das höhere Tief entstanden ist. Also machen Sie sich das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, mit diesen 10-20% ist gerade Level und als Trenddefinition fehlt dann gleich im Durchschnitt mal verschiedene Charts auf und schauen Sie sich das an, wie sich das verhält. Da gibt es eine Menge gute Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, die Sie nutzen können, gerade wenn Sie nicht wissen, auf welcher Seite Sie traden wollen. Ganz wichtig noch, zum Abschluss, und dann schaue ich mir die Fragen an, ganz wichtig ist eben außerdem, dass Sie sich klar machen sollten, wenn Sie ratlos sind und Sie wissen nicht mehr, was Sie traden sollen oder ob Sie in der Position noch drin bleiben sollten oder nicht, stellen Sie sich mal einfach einen Meter vor den Monitor, hören Sie auf zu traden, stellen Sie alles glatt und schauen Sie, in welche Richtung bewegt sich im Moment der Markt anhand der Indikation der gleitenden Durchschnitte. Wenn die fallen und Sie gehen permanent long, dann sollten Sie sich fragen, warum Sie das unbedingt wollen, weil es ja in Summe im Moment fällt. Wenn Sie darauf spekulieren, dass ein Markt einen Boden bildet und dann steigt, dann können Sie da ganz, ganz, ganz lange long gehen, bis der Boden kommt. Manchmal kommt er gar nicht. Machen Sie es doch leicht und überlegen, dass Sie, wenn Sie intraday unterwegs sind, nicht gegen die gleitenden Durchschnitte traden. Einfach nicht dagegen handeln. Erst wenn die ins Neutrale übergehen, zu überlegen, ob Sie einen sinnvollen Preisbereich finden zum Einstieg für einen Long. Und vorher die Short-Seite wählen, sollte der gleiche Durchschnitt fallen. Das gleiche gilt analog sozusagen vice versa, wenn das Ganze steigt, ja, versuchen Sie eben auf einen Pullback da reinzukommen, einen sinnvollen Preis machen. Als ganz einfacher sozusagen Trendfilter, den Sie nutzen können für sich, wenn Ihnen nicht klar ist, in welche Richtung Sie unterwegs sein wollen. Oder wenn es plötzlich eine Seitwärtsphase gibt. Ganz schlimm wird es ja dann, wenn das alles seitwärts läuft und alle gleichen Durchschnitte laufen auch seitwärts, dann brauchen Sie diesen Markt sich überhaupt nicht angucken. Das passiert halt manchmal und gar nicht so selten, vor allen Dingen im DAX. In den letzten Tagen haben wir das ja eben relativ häufig gesehen. So, jetzt schalte ich mal zurück
auf den DAX, weil wir den vielleicht nochmal brauchen für die Erläuterung. Und dann empfehle ich Ihnen zusätzlich noch dieses Sheet, was ich hier habe, was ich analog dazu auch in anderen Webinaren letzte und vorletzte Woche gezeigt habe bei CapTrader, beziehungsweise vorvorletzte, sich die Aufzeichnung nochmal anzusehen. Da sehen Sie dann nochmal im Detail auch, wie das zur Anwendung kommt. So, jetzt schaue ich mal, was hier für Fragen gibt. Fragen? Gar nicht so viele. Dann ist ja gut, dass ich nicht pünktlich ein Viertel vor arbeite. Erste Frage, sollte man den 9 Uhr Kurs nicht beachten? Doch, auf jeden Fall. Also ich beachte auch den 9 Uhr Kurs. Jetzt staube ich das mal hier, damit es wieder ein bisschen besser. Klar, der ist genauso wichtig, weil es das Kassa Open. Ich persönlich benutze, arbeite mit dem Futures Open um 8, einfach um eine Indikation. Sie können das analog auch so anwenden. Sie können auch irgendwo eine Linie reinmalen. Es geht im Grunde nur darum, eine Definition zu haben darüber, ob Sie unter oder überhalb eines Preises handeln. Und wenn Sie merken, dass der Markt darunter hält und das eben an diesen beiden, im Cash Open als eben auch im Futures Open, wenn Sie merken, dass der Markt da nicht drunter halten oder dass er drüber halten will, dann nehmen Sie das als Indikation. Mit der Einschränkung noch zusätzlich, manchmal ist es eben so, Sie haben ja die Differenz zwischen Cash Close, also 17.30 Uhr und Futures Close um 22 Uhr, oft wird das einfach nochmal geschlossen, deshalb macht es sicherlich Sinn, sich die 9 Uhr und 17.30 Uhr Marken auch noch mit da reinzunehmen. Ich persönlich mache das aus der Hand, einfach weil ich es hier jeden Tag mache, aber genau, Sie können es genauso mitverwenden. So, nächste Frage. Frage zum Problem, Punktversatz vom Future zum CFD, gerade bei den runden Marken. Das Problem ist oft, dass der Future an den runden Marken sehr volatil wird, der CFD des Brokers stimmt aber meist nicht exakt mit dem Futures-Kurs überein. So ist der Future zum Beispiel bei 8.900, der CFD aber bei 8.880. Es entsteht im CFD dann oft Aktionen bei 8.883, dadurch, dass er dem Future folgt. Der CFD aber selbst nicht an der runden Marke ist, sodass man oft blind im CFD-Chart, der dem Future zwar folgt, aber ihn nicht akkurat abbildet. Sehr gute Frage, wirklich gute Frage, wichtig, Sie müssen wissen, es gibt einen Unterschied, wird glaube ich klar aus der Frage zwischen dem Future und dem Kassamarkt natürlich, deshalb werden Sie den Future-CFD immer höher notiert sehen, unter anderem eben verschiedene andere Dinge noch, auf die ich jetzt nicht im Speziellen eingehen will, aber Sie haben ja hier die Möglichkeit, bei CapTrader sich den Future anzuschauen. Und ich kann Ihnen empfehlen, schauen Sie sich den Future an und schauen Sie sich auch den CFD an, aber schauen Sie sich vor allen Dingen den Future an. Warum? Der CFD-Preis wird ja Ihnen gestellt und der wird mit einer gewissen Berechnungsmethode, die jeder immer so ein bisschen anders hat, gerade was den Spread angeht, gestellt. Das heißt, manchmal kommt es dazu, oder es kommt eigentlich immer zu einem Punktversatz und manchmal auch zu irgendwelchen sinnlosen Kursen. Von daher orientieren Sie sich am Future. Wenn Sie zum Beispiel sich einen Futures-Chart aufmachen und Sie haben parallel den CFD-Chart offen, führen Sie einfach den Trade im CFD aus, basierend auf den Futures-Kursen sozusagen. Der CFD muss ja noch nicht mal auf den Futures-Kursen basieren, aber wenn Sie ein Kaufsignal im Future sehen, kaufen Sie sich einfach den Cash-CFD, um einfach diesen Punktversatz auszugleichen. Sie wissen alle, manchmal wird da ein bisschen Schindluder getrieben, ohne dass da jemand was für kann. Das ist einfach so, müssen Sie mit leben. Sie können das Ganze bis zu einem gewissen Grad auch arbitrieren, aber wichtig ist, dass Sie wissen, im Grunde führt sozusagen hier der Future, auch wenn es natürlich im Grunde zwar unterschiedliche Märkte sind, aber machen Sie sich nicht zum Opfer in Anführungszeichen von solchen kleinen Spielereien an den geraden Leveln. Nehmen Sie dafür einfach den Futures-Kurs, weil wenn der steigt, wird der Cash-CFD auch steigen. Ich habe das eine Zeit lang so gemacht, dass ich einfach wirklich auf dem CFD ausgeführt habe, allerdings den Cash, Entschuldigung, Future als Indikation benutzt habe. So, ich hoffe, damit wird das einigermaßen klar. Was ist von CFDs auf den DAX zu halten, die mit einer 24-stündigen Kursstellung laufen? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Also es gibt folgende Vorteile. Erstens können Sie Positionen immer öffnen und schließen, auch wenn Sie eigentlich schlafen wollen, was ich nicht genau verstehe, warum man das machen will.
Zweitens können Sie sich hedgen möglicherweise in einem Trade, der läuft, das geht auch. Ein großer anderer Vorteil ist, wenn Sie blödsinnige Kursstellungen sehen im CFD, dann können Sie das arbitrieren, also genau das Gegenteil machen. Das kommt sehr selten vor, aber es kommt vor. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, Märkte zu handeln, die synthetisch sozusagen erschaffen werden, zu Zeiten, wo sie eigentlich keinen Preis haben. Das können Sie zwar machen, da können Sie auch handeln, das orientiert sich natürlich auch sozusagen am Markt an USA bzw. Asien, aber die genaue Berechnungsmethode habe ich noch nie erklärt bekommen und ich glaube, dass es da einfach zu Ineffizienzen kommt, vor allen Dingen zu Ihrem Nachteil. Und an der Stelle bin ich eigentlich der Meinung, handeln Sie doch einfach nur dann, wenn das Underlying auch offen hat und nicht irgendwie zwischendurch. Es gibt ja sogar Broker, die bieten sogar am Wochenende Handel an. Ich verstehe nicht wieso, weil da kann es nicht funktionieren. In der Regel haben auch zu diesen Zeiten die Märkte größere Spreads und sind illiquide und so weiter. Also gehen Sie da kein großes vergrößertes Risiko ein, sondern schauen Sie einfach, dass Sie die Märkte dann handeln, wenn sie auch offen haben. Und wenn der Referenzmarkt nicht offen hat, dann brauchen Sie auch nicht handeln. Das ist mein Ansatz dazu. Stellen Sie den Indikator von MTF mit der Visualisierung der roten und blauen Bars zur Verfügung? Nee, stelle ich nicht zur Verfügung, weil es eine bezahlte Entwicklung ist. Ich kann Ihnen einen Tipp geben, so eine ähnliche Geschichte können Sie mit einem Supertrend-Indikator abbilden. Den gibt es ja auch in diversen Plattformen. Dann die nächste Frage, wie sind Sie heute auf die Boeing-Aktie aufmerksam geworden? Das kann ich Ihnen auch sagen. Ich habe ja im Aktienbereich noch einen Scanner, einen Echtzeitscanner laufen, der mir anzeigt, wenn Aktivität in Aktien oder im Optionsmarkt nach bestimmten Kriterien herrscht. Und da war es jetzt so, dass der Scanfilter dafür mir gezeigt hat, dass diese Aktie relativ schnell ganz viele neue Tiefs macht. Also viele Prints auf der Downside hat und das am Tagestief, das wird mir dann angezeigt. Und dann mache ich mir die Aktie auch. Und dann, also was heißt das übersetzt? Wenn eine Aktie viele Prints macht und dabei immer neue Tiefs, dann fällt sie gerade schnell. Und wenn das eine gewisse Rate sozusagen erreicht, dann lasse ich mir das anzeigen. Und dann weiß ich, da ist im Moment was los. Egal, ob es steigt, kann ja auch genau umgedreht sein, kann steigen oder fallen. Und dann mache ich mir die Aktie auf. Ich bin also nur über die Price Action, über den Scanner darauf aufmerksam geworden. Das ist der Hintergrund. Den Scanner hatte ich letztens auch vorgestellt. Ich benutze selbst Trade Ideas Pro. So heißt der Scanner, den ich da benutze. Ich kann mal eben kurz schauen, ob man ihn hier sehen kann. Hier ist es in Ansätzen zu sehen im Hintergrund. Also sieht das aus. Sie sehen, unter anderem ist hier im Moment die Boeing auch bei Stockfits diskutiert. Das lasse ich mir auch anzeigen. Und Sie sehen hier in Echtzeit gerade zum Beispiel den High-Low-Ticker, da sind diverse Aktien, Netflix zum Beispiel, die da an den Tiefs aktuell notiert. Und wie gesagt, Boeing wird nur extra Fenster ausgeworfen, einfach dann, wenn sie schnell neue Tiefs machen. Das lasse ich mir anzeigen, öffnen wir das Kürzel, schauen wir die Aktie an, ob man da was traden kann und schwupps, siehe da, man kann da was traden, manchmal auch nicht, manchmal ist die Aktie auch nicht geeignet, weil das Volumen nicht stimmt, und zwar Boeing ist ja relativ groß. Da lässt sich das also ganz gut machen. So, damit sind wir durch alle Fragen durch. Überraschend wenig. Also entweder es war sehr verständlich oder alle sind ratlos. Und wir haben auch genau 20 Uhr. Damit ist im Grunde das Webinar auch beendet. Es gibt noch eine, die hier nachrutscht. Kurz noch. Folglich sollte man mit den sogenannten Nachtdaten in Anführungszeichen im DAX-CFD gar keine Bedeutung, denen keine Bedeutung beimessen. Was ist dann mit den Nachtdaten im YM bzw. im S&P zum Beispiel auch, also für die Leute, die es noch nie gehört haben, YM, der Future für den Dow Jones. Das ist natürlich, denen können Sie Bedeutung schenken, weil diese Daten gibt es ja. Das ist offensichtlich gerade gepreist, offiziell von der Börse. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie jetzt eine technische Analyse machen vom Kursverlauf im DAX um 3 Uhr nachts, dann werden Sie da alle möglichen Signale finden, aber zu dieser Zeit ist natürlich einfach der DAX nicht offen gewesen. Also können Sie es noch rausrechnen aus dem Chart, meines Erachtens. Ich lasse mir das alles nicht anzeigen. Ich schaue mir nur eine Sache an, und das ist von 8 bis 22 Uhr. Und das ist meine Basis, von der aus ich agiere. Sie können das auch anders machen, aber wie gesagt, um einen Großteil von Blödsinn aus dem Markt herauszufiltern, macht es einfach immer Sinn, auch vor allen Dingen die Zeiten rauszufiltern, in denen ein Markt überhaupt gar nicht gehandelt wird. Und das ist eben mal
vor allen Dingen im DAX und im Eurostox zum Beispiel die Nacht, also nach 22 Uhr bis 8 Uhr früh. Da handelt natürlich der S&P, da handelt der Dow Jones und so weiter. Die Charts können Sie sich natürlich anschauen, aber eben der DAX ist nicht offen zu diesem Zeitpunkt. Also gehen Sie nicht her und fangen Sie da wild an, Schulter-Kopf-Schulter-Formationen oder Trendkanäle zu zeichnen. Die werden Sie alle finden, natürlich, aber der Referenzmarkt ist eben zu, also brauchen Sie das auch nicht machen. Den Aktienscanner, den finden Sie Trade Ideas Pro, heißt der, können Sie googeln, schreibe ich mal hier rein. Ist natürlich kostenpflichtig. Eine Alternative dazu ist in der TWS eingebaut, da gibt es auch einen Scanner, können wir vielleicht mal irgendwann ein Webinar zu machen. US Movers zum Beispiel kann man sich angucken, also die Aktien mit besonders prozentual starken Veränderungen oder auch diverse andere Scans können sich alles angucken. Ist jetzt die Zeit viel zu kurz, aber um das nur anzuschneiden. Meines Erachtens kommen Sie an dem Scanner nicht vorbei, zumindest für die Marktvorbereitung. Das steht auch in den letzten Webinaren nochmal genauer erklärt, das letzte Aktienwebinar und so. Schauen Sie sich das an. Welche Zeitanteilung nutzen Sie für die Analyse beim Dow? Bis 22.15 Uhr oder danach auch? Naja, der hat ja noch ein bisschen weiter offen, beziehungsweise macht dann ab 0 Uhr wieder auf. Also ich schaue mir in der Regel die übergeordnete Zeitebene im Dow Jones und im S&P 24 Stunden an, beziehungsweise so, wie sie auch im Future gepreist wird. Und dann sind die entsprechenden Dinge eh rausgerechnet. Ich schaue mir da keinen Chart an, den es nicht gibt. Also die Daten, die ich bekomme, entsprechen der Handelszeit. Ich gucke mir da kein Derivat an, wie ein CFD oder so, sondern schauen wir einfach den Chart an. Für mich ist den Chart, der vom Future kommt, also vom YM zum Beispiel oder vom S&P, ES, die Nasdaq als NQ und so weiter. Und ja, das ist für mich langfristig wichtig. Ansonsten ist die Intraday-Geschichte für mich natürlich auch wichtig, vor allen Dingen, wenn man Intraday davor sitzt. Warum? Weil Sie wissen, Sie brauchen gar keine lange Chart-Analyse machen unbedingt, nicht immer zumindest. Wenn Sie zwei Tiefs nebeneinander liegen haben, zum Beispiel im DAX vom Vortag und von der Session aktuell, die liegen direkt nebeneinander, dann ist klar, Sie sind der Preis ist dann in der Nähe, Sie sind am Tief des Vortags, möglicherweise bricht das und macht ein neues Tief oder Sie haben dann Doppelboden oder was auch immer. Das reicht für mich schon als Entscheidungsgrund aus. Und wenn Sie jetzt wirklich eine langfristige Analyse fahren wollen, wie zum Beispiel hier über so einen Chart, den ich jetzt mal wieder umstellen muss, dann ist es nochmal ein bisschen anders, dann können Sie meines Erachtens auch hergehen und zumindest näherungsweise arbeiten mit den Daten. Da geht es ja nicht um exakte Ein- und Ausstiege, sondern es geht eher darum zu erkennen, ich hoffe, das ist jetzt mal die Ernstkommission, hier ist jetzt zum Beispiel ein Chart, da sind Kurse drin, die gibt es auch nicht immer, aber worum geht es? Es geht nur dabei nur darum zu erkennen, in welche Richtung bewegt sich der Markt, ob das jetzt 20 Punkte oder 30 Punkte über das Hoch war, ist mir an dieser Stelle wurscht, weil die Feinheiten sozusagen, die versuche ich intraday sowieso dann nochmal abzubilden. Es geht im Grunde da bei der groben Analyse nur darum zu sehen, ist man an Jahreshochs, an Jahrestiefs, wie sind die gleichen Durchschnitte, was die Steigerung angeht, sind wir drunter, sind wir drüber, haben wir irgendwo wichtige charttechnische Unterstützung und Widerstände und sowas. Das ist auch schon alles. Für den Intraday-Bereich, also wenn Sie wirklich exakt arbeiten wollen mit der Lupe, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, die wirklichen echten Charts auch zu benutzen, der entsprechende Titel, sei es eine Aktie, sei es ein Index, sei es ein Rohstoff, Future, was auch immer. Denn das ist auch wirklich das, was aktuell gehandelt wird, beziehungsweise gehandelt wurde. Also merken Sie sich einfach, Sie wollen da keine Fantasie-Kurse sehen, die es nicht gab. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit. Wir werden das jetzt immer mal wieder machen, so ein Webinar. Das ist sicherlich hilfreich für den einen oder anderen, gerade in so einer Zeit wie im Moment, wo man vielleicht die eine oder andere Hilfestellung braucht, wenn man das noch nie gesehen hat. Denn Fakt ist, die Volatilität, die wir im Markt sehen, die haben wir eine lange Zeit nicht gehabt und Leute, die sich noch nicht so lange mit dem Markt beschäftigen, wissen, damit möglicherweise nicht umzugehen, weil sie nur kennen, es geht rauf und wenn es runter geht, kauft man einfach und es geht schon wieder rauf. Dass sich solche Zeiten ändern, weiß auch jeder und manchmal ist es einfach so, dass man da nochmal aus Erfahrung vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann. Von daher hoffe ich, war das für Sie hilfreich und ja, bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich bei uns auf der Website um, Live Trading Room, da machen wir sowas ja, mehrfach die Woche auf nextleveltrader.de
und deine Community. Und ansonsten wünsche ich Ihnen dann jetzt einen schönen Abend und wir hören uns demnächst sicherlich bei einem oder anderen Webinar wieder.